Grüß euch und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Police Shutout mit mir, dem Fuchsel. So, wir haben jetzt in der letzten Folge haben wir hier die Geiselnahme in der Tankstelle erledigt und jetzt haben wir den Stalker im Motel. So, dann gucken wir uns die Sache mal an. So. Thomas Jones, verdächtigt seine Therapeutin gestalkt zu haben, wurde in einem Motel gesehen. Der Verdächtige sollte zur Bestrafung ins Polizeipräsidium gebracht werden. Beteiligung an Ereignis eine Person. Huch. Ich zoppe gerade ein bisschen rum. So, neue Aufgabe, Hotelbesitzer. Hi, bist du nicht der Corporal? Captain, der uns ein Tutorial beigebracht hat? Ich sehe, dass schon jemand euch gerufen hat. Was ist denn hier los? Ich weiß nicht, aber ich höre laute Schreie und eine Frau weinen aus diesem Hotelzimmer, glaube ich. Ich dachte, es wäre eine typische Eheschlägerei, wissen Sie? Das Essen war nicht nach seinem Geschmack oder so. Aber dann fiel mir ein, dass zwei Frauen dagegen entführt wurden. Es ist gut, dass jemand euch hier angerufen hat. Ihr solltet es euch ansehen. Wissen Sie, welches Zimmer? Ich weiß nicht genau, aber ich glaube, es ist eher am anderen Ende des Gebäudes. Ich habe aber gute Ohren, wenn es bisher gehört hat. Ich schaue mir die Situation an, ich danke Ihnen. Ehe um Fenster zu öffnen, geschlossen. Okay. Einfach mal alles prüfen. Oh. Hallo, jemand zu Hause? So ein fleckiger Vorhang. Oh. Hallöchen, Monika? Ja, stimmt etwas nicht? Haben Sie irgendetwas Ungewöhnliches gehört oder gesehen? Weinen, schreien, Leute, die weglaufen? Ich glaube nicht, die Wände in diesem Hotel sind aus Papier. Man kann alles durch sie hören. Der Typ nebenan schnarcht sehr laut, einer hust die ganze Zeit wie wild aus. Ich frage nach etwas Beunruhigendem. Ja, tut mir leid, ich habe gehört, das Weinen einer Frau. Glaube ich, irgendein Typ hat sie laut angeschrien. Haben Sie irgendwelche Einzelheiten aus dem Geschrei erfahren? Wissen Sie, in welchem Zimmer es sein könnte? Ich glaube, es kam von oben, eher von der Seite der Bar. Sie waren richtig laut. Ich höre diesen Kerl dauernd sagen, wie, du respektierst mich nicht, du verstehst nichts, diese Depression ist deine Schuld, du behandelst mich wie einen halben Mann, also wirst du sehen. Sie schien ein normaler Ehestreit, aber diese Frau weinte wirklich viel. Vielen Dank, das ist das Beste. Das ist das Beste, wenn sie auf ihrem Zimmer bleiben. Ich weiß nicht, ob es da draußen sicher ist. Oh nein, ja, ich verstehe. Vielen Dank, Sir. Habe ich eigentlich Meldung abgegeben, dass ich angekommen bin? Ah. Jetzt habe ich Meldung abgegeben. Wir haben ein paar Informationen, die für dich zum Nutzen sein könnten. Der Kerl wurde wegen Depression behandelt, aber er kam... Haben wir nicht gerade gesagt, sie sollen auf ihrem Zimmer bleiben? Okay, ich will halt mithören. Aber er nahm keine Medikamente mehr und deshalb kam es laut seiner Therapeutin zu Stimmungsschwankungen. Er bestand darauf, dass sie die Einzige sei, die ihn verstehe. Er begann, sie zu verfolgen. Verschlossen. Ja. Guten Tag, Sir. Leffy. Leffy oder Levi. Ja. Was ist dann los? Warum befragen Sie meine Gäste? Guten Morgen, Sir Scott. Sir Officer Scott Price. Ich wurde gerufen. Na toll, noch ein Price. Bringen Sie mir nur Unglück? Wovon reden Sie? War hier jemand mit dem gleichen Namen? Ein Mann? Ja, da war dieser Kerl. Geben Sie mir eine Sekunde. Jack Price? Ich habe wirklich Mitleid mit ihm, weil er pleite war. Ich ließ ihn die Nacht hier auf der Couch verbringen. Ansonsten aber der Bastard nahm... Aber der Bastard nahm, bevor er morgen früh abhauen konnte, mein Handy und das ganze Geld, das ich hier aufbewahrt habe. Eine Lektion für mich. Was? Kennen Sie ihn? Ja, ich kenne ihn. Sie wissen nicht, wo er jetzt ist. Ich weiß es nicht und ich will es auch nicht wissen. Ich habe mir inzwischen ein neues Handy gekauft und Geld wächst praktisch gesehen auf Bäumen. Ich musste einfach nur ein bisschen ernten gehen. Ich kann Ihnen nicht helfen. Fragen Sie die Gäste lieber.
Auch nicht, denn ich bin sicher, keiner von ihnen hat ihn gesehen. Verstehe. Zurück zum Fall. Thomas Jones, kommt Ihnen der Name bekannt vor? Naja, leider weiß ich, wer es ist. Hat er irgendwelche Probleme verursacht? Er war betrunken, machte eine Aufruhr im Pub nebenan, dann kam er zu mir, drohte meine Tochter zu holen, wenn ich mit der Polizei rede. Er ist ein verdammter Freak. Sein Gerede war mir ziemlich egal, aber er brachte mein Blut zum Kochen. Welchen Zimmer kann ich ihn finden? Erster Stock, Zimmer 1. Er sitzt den ganzen Tag da. Ich glaube nicht, dass er nach draußen geht. Ich sah, dass mit einer Frau kam. Entweder ist es seine Frau oder nun sie verstehen. Außerdem, das Zimmer, in dem er ist, hat er für einen anderen bezahlt. Er gab ein großzügiges Trinkgeld, also bin ich nicht darauf eingegangen, warum er zwei Zimmer brauchte. Hä? Außer dem Zimmer, in dem er ist, hat er für ein anderes bezahlt. Okay. Lassen Sie uns bestätigen, ob es wirklich ist. Bestätigen Sie, ich habe persönlichen Daten. Ich habe sie von seinem Ausweis aufgenommen. Abgesehen davon, dass er ein Unruhestifter ist und sie bedroht hat. Können Sie mir noch was erzählen? Das glaube ich nicht. Ich warte nur darauf, dass er auscheckt. Diese Typen machen mehr Ärger als Gutes. Ich muss diesen Mann auf der Polizeiwache bringen. Geben Sie mir den Zugangscode zu seinem Zimmer. Ich werde keinen Durchsuchungsbefehl verlangen, weil er offensichtlich viel um die Ohren hat. Bringen Sie ihn hier raus. Der Code lautet 144252. Okay. Erzählen Sie mir mehr. Ich habe Informationen von einem der Motelgäste, der schreien und weinen hörte. Als würde jemand eine Frau misshandeln. Irgendeine Idee, wer und welches Zimmer es sein könnte? Sie wissen, dass das ein Motel ist oder ein billiges Motel. Da kommen die Leute her, um alle möglichen verrückten Sachen zu tun und ein bisschen zu schreien. Ich habe gelernt, mich rauszuhalten. Sehr präzise. So, Funk. Angaben zum Verdächtigen. Scott, ich diktiere die persönlichen Daten des Verdächtigen. Geben Sie mir alles, was wir über ihn herausfinden konnten. Wir haben keine Akte über ihn. Ich glaube nicht, dass er jemals etwas Falsches getan hat. Er hat nicht mal einen Strafzettel bekommen. Nun, er ist jetzt am Arsch. Dankeschön. Over and out. Okay, gucken wir mal, was hier drin noch so ist. Hier kann ich mich auch an so Sachen erinnern. Irgendwas mit dem Truck da hinten. Guten Tag, Jake. Ja, was ist denn los? Das versuche ich herauszufinden. Ich stelle Ihnen ein paar Fragen. Haben Sie etwas dagegen? Wenn es sein muss. Kann ich eine Chipstüte haben? Okay, er ist nicht sehr einer, der ziemlich viele Antworten gibt. Heute, gestern, in den letzten Tagen, irgendwelche beunruhigenden Ereignisse in letzter Zeit? Was genau fragen Sie? Ihre Kunden, keiner von ihnen hat sich seltsam verhalten, verdächtig, keine sinnlosen Schlägereien. Außer ein paar Betrunkene, nichts Wichtiges. Ist das alles? Thomas Jones, erkennen Sie den Mann? Er wohnt im Motel nebenan. Ich habe gehört, er macht Ihnen Probleme. Erinnern Sie mich nicht daran, er kam mit seiner Frau, aber sie schienen sich nicht gut zu verstehen. Ich denke, er hat eine lockere Hand. Normalerweise bestellen sie Essen aufs Zimmer. Das letzte Mal, als er hier reinkam, hat er viel getrunken und sich den Schmerz von der Seele gerät. Er sagte mir, wie beschissen sein Leben ist. Wann genau war das und was hat er gesagt? Erinnern Sie sich? Vor zwei Tagen. Ich erinnere mich, dass er jeden Tag im Fernsehen über das Verschwinden der beiden Mädchen aus der Nachbarschaft sprach. Schreckliche Sache. Und was hat er gesagt? Zuerst warf er seinen Vater vor, dass sie aufgrund seiner finanziellen Betrügereien ihr Haus und ihre Sparnisse verloren hatten. Sie blieben mit nichts zurück. Dann landete der alte Mann im Gefängnis, glaube ich. Genau deswegen, die Kinder und die Frauen haben nichts. Was sonst noch? Er sprach viel von einer Ärztin, einer Therapeutin, die er offensichtlich verliebt war. Sie war nicht unbedingt in ihn verliebt. Er sagte, es sei die Schuld seiner Frau und sie müsste dafür bezahlen. Ich erinnere mich recht gut. Sonst noch irgendwas? Sie sagten, Jones bestellt viel Essen auf sein Zimmer, auch heute Abend. Ja, die Küche kocht gerade seine Bestellung. Ich will, dass Jones es abholt, sobald ich ihn anrufe. Verstehe, danke. Ist das alles? Danke für die Information.
Frage über die Frau. Ich habe den Verdacht, dass Jones eine Frau missbraucht. Überprüfen Sie die Krankenakte. Steht da, ob da etwas ist? Klar, ich sehe nach. Warte einen Moment, ich habe... Ein guter Gedanke. Sieht aus, als wäre es nicht das erste Mal. Sie war ein paar Mal in Notaufnahme. Prellungen, blaue Flecken. Blaue Flecken. Blaue Flecken, blaue Flecken. Das ist zweimal erwähnt. Sie hatte es nicht leicht. Keine Benachrichtigung der Polizei. Nichts, gar nichts. Ich nehme an, ihre Nachbarinnen haben Schlägereien in ihrem Haus gemeldet, weil die Adresse passt. Aber sie hat ihren Mann nie beschuldigt. Wir sprachen sogar einmal mit ihr, aber sie bestand darauf, dass er es nicht war. Sie ist entweder naiv, verständnisvoll oder verängstigt. Oder beides. So. Geschlossen. Also ich glaube, man kommt hier öfters hier. Also es gibt mindestens zwei Missionen, die mir einfallen. Wir haben 12 Uhr Mitternacht übrigens. Nee, laut meiner Uhr ist es 8:30 erst. Habe ich mit dem hier schon gesprochen? Du siehst aus, wie wenn ich mit dir noch nicht gesprochen hätte. Oh nein, guten Abend, das ist in Ordnung. Haben Sie etwas Beunruhigendes im oder im Hotel gehört? Mit der da oben habe ich auch noch nicht geredet. Nein, nichts Besonderes. Ich bin gerade erst angekommen, also kein Geschrei, kein Wein. Nein, wirklich nichts. Tut mir leid. Ist ein Moment alles. Ich geh lieber rein, es ist nass draußen. Oha, neue Aufgabe. Hier kam doch der ein... Hier. Polizei, was ist denn los? Gab es irgendwas, was Ihnen seltsam vorkam? Verdächtig? Aber was genau? Alles, irgendwas, der Lärm des Verhaltens der anderen Hotelgäste. Sie schreien sich immer an oder sie streiten sich. Oder gestern Abend war ein Paar oben, das sich amüsierte. Wow, das bedeutet, nur nicht, sie waren laut. Aber ich fand es nicht seltsam, in diesem Hotel wie diesen ist es ziemlich normal, solche Leute gibt es immer. Bleiben Sie im Hotel. Geh in den Raum des Verdächtigen und neutralisiere ihn. Na gut, ich habe ja die Waffe meiner Wahl. So, am besten warte ich kurz, bis er weggegangen ist. Schlossen, gib Schlüssel ein. 14452. Suspekt. Ich habe den Verdächtigen gefunden. Er ist bewaffnet und nicht allein. Die Zeugen hatten recht. Bei ihm ist eine verängstigte Frau, möglicherweise seine Frau. Sei vorsichtig. Das Leben und die Gesundheit dieser Frau steht im Moment an erster Stelle. Ich versuche, keine direkten Konfrontationen zu riskieren. Ich muss ihn irgendwie aus diesem Raum schaffen. Aus dem Raum schaffen? Kann ich die Waffe irgendwie wegstecken? Ich hätte eine Idee. Kann man ihn irgendwie fragen, ob er den gleich anrufen soll? Was noch, was Sie fragen möchten? Auch heute Abend. Rufen Sie Jones noch nicht an, ich sage ihm Bescheid, wenn. Gut, wenn es dir hilft, ist das alles? Ja, jetzt ruf ihn an. Soll ich ihn anrufen? Ja, bitte sag ihm, dass seine Bestellung in Zimmer 6 auf ihn wartet. Aber wie ist das möglich? Er ist auf Zimmer 1. Sagen Sie ihm, dass Sie falsch lagen, eine Menge Befehle, bla bla bla. So reden Sie sich raus, tun Sie einfach, was ich sage. Willst du mir sagen, worum es bei dem ganzen Rummel geht? Kann ich gerade nicht, tut mir leid. Nein, okay, ich rufe ihn sofort an. Okay, müssen wir jetzt zu Zimmer 6. Huch. Ganz ruhig, keine plötzliche Bewegung, nimm die Waffe runter und lass für uns reden. Das Reden, natürlich, das ist sicher. Weil ich die letzte Chance sein könnte. Okay, Also wir haben 3 gute Argumente, 2 schlechte. Komisch, ich wollte eigentlich in Raum 6 betreffen, aber gut, dann halt nicht.
Die Krankenakte der Frau des Verdächtigen zeigt eindeutig, dass er gegenüber gewalttätig war. Die Verdächtigen wird wegen Depressionen behandelt, aber er nimmt zurzeit keine Medikamente. Fehlende Informationen. Ich glaube, ich werde hier nochmal kurz den Checkpoint neu laden. Notebook. Ja, okay, das hat man schon. Ja, nochmal? Nee. Machen wir das nochmal. Bla bla bla, bla bla bla, hat man schon. Ja. Ja, ja. Ja, ja, mhm. Ja, okay, kümmern wir uns drum. Ach komm! Wieso ist er nicht weitergegangen? Das ist doch ein Hirni, ey. Okay, Suspekt. Blablabla, nochmal von vorn. Wieso ist der Affe nicht weitergegangen? Ja, 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 blablabla. Bla, bla, bla. Nichts mehr. Ja, ruf mal an. Sag ihn, er soll da hingehen. Und ich warte hier jetzt erst einmal. Hier die Tür zum Deckung. Hat den Raum schon verlassen? Hä? Oh, es ist rausgekommen. Na? Nee, 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 nee. Oh. Ach, das möchte ich nochmal probieren. Das ist doch... Jetzt soll ich erstmal gucken, wo Zimmer 6 ist. Ja, ja, hat man schon ein paar Mal. Ich weiß, ich kann es ja auch mit Ihnen ausdiskutieren, aber ich möchte erstmal mit ihr nochmal quatschen. So. Das wird der letzte Versuch werden. Ist ja im Grunde genommen der dritte Versuch. Beim zweiten hat er mich ja fast erschossen. So, tü-tü-tü. Während ich hier warte, werde ich ganz kurz einen kleinen Schluck trinken. Ah. Geht der jetzt oder nicht? Können Sie mal schneller anrufen? Lass mal ruhig noch ein bisschen gehen. So, jetzt. Oh. So, jetzt ganz schnell. Guten Tag, Frau Therapeutin. Alice, bitte seien Sie ruhig. Er darf uns nicht hören. Er ist verrückt. Beruhigen Sie sich. Ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Alles wird gut. Er ist wirklich verrückt. Wir schritten uns manchmal und er ging sogar für ein paar Tage weg. Aber er kam immer wieder. Es war immer besser für eine Weile. Aber in letzter Zeit drehte er durch. Er ist selbstständiger Verrückter. Ich glaube, der kommt gerade wieder. Dieser ständige Verdacht, dass ich ihn betrüge. Mir reicht es, diese arme und diese arme Ärztin. Wovon reden Sie? Ärztin? Er schrie, dass er die Therapeutin entführt hat. Ich erzähle ihm alles, aber bitte tun Sie etwas gegen ihn. Geisel und Sicherheit. Hallo, Hauptquartier. Ich könnte die Geisel finden und retten. Ich konnte den Raum betreten, in den Jones seine Frau festhielt. Sie sitzt in Sicherheit, gesund und munter. Gute Arbeit. Postiere mich jetzt einfach mal hier kurz. Ich finde die zweite Geisel.
Ist er das? Ja, okay, ich hätte noch niederprügeln können. So. Ich finde die zweite Geisel. Tja, Kumpel, da guckst du es aber. Ich kenne meine Rechte, ich sage nichts. Okay, wie ist mit meiner Linken? Wo ist die andere Frau? Ich sage kein Wort ohne meinen Anwalt. Schau mal, wir werden sie so oder so finden, mit oder ohne deine Hilfe. Willst du eine längere Haftstrafe? Nur zu, dann rede ich nicht. Kannst mich mal. Ich habe da jemanden, der dich gern kennenlernen würde. Bams. Okay, finde die zweite Geisel. Verdächtiger neutralisiert. 1076, wir haben den Verdächtigen neutralisiert. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass er wieder zurückkommt. Aber gut, dann halt nicht. So. Tür ist verschlossen. Hier sind Ketten, Blut. Ist vorbei, ist vorbei. Haben Sie ihn sich umgekehrt? Sie sind in Sicherheit. Sagen Sie mal, wo die andere Frau ist. Thomas hat seine Therapeutin entführt. Er sagt, er würde sie in der Nähe behalten. Er hat sie kontrolliert, aber ich weiß nicht, ob sie im Hotel ist oder woanders ist. Sie müssen sie finden. Entspannen Sie sich. Ich finde sie. Machen Sie sich keine Sorgen. Beruhigen Sie sich einfach, okay? Ein blauer Stift, ein Laptop, eine leere Pizzaschachtel. Jede Menge Dinge hier. Auf dem Klo oder sind nicht. Hat er nicht noch ein zweites Zimmer gesagt? Kann mir jetzt nicht sagen, welches das zweite Zimmer war. Was ist das für ein Geräusch da oben? Thomas Jones, wir sprachen über ihn. Er ist verantwortlich für die Entführung zweier Frauen. Eine von ihnen, seine Frau, fand ich. Haben Sie die Ahnung, wo die andere sein könnte? Heilige Scheiße. Also ist er total verrückt. Da prüfen Sie Zimmer Nummer 3 unten. Das ist das andere Zimmer, das Jones gemietet hat. Hier ist der Schlüssel. Vielen Dank, Sie müssen hier bleiben. Ja, sicher. Zimmer Nummer 3. Das ist Nummer 2. Das ist Nummer 3. Neuer Funkbericht. Waffe und Bargeld. Ich fand eine Waffe und etwas Bargeld. Also ich fand nur eine Waffe. Und hier ist ein Schlüssel noch. Ein Schlüssel. Vielleicht fürs Klo oben? Warum braucht man dafür einen extra Schlüssel? Nee? Den Schrank hier vielleicht? Warum nicht? Okay, Zimmer 3. Ich muss nur noch einen Hinweis geben. Hier in dem Schrank vielleicht, hier drin vielleicht. In dem Eisschrank hier. Und was haben sie gefunden? Haben sie anderen Viertel gefunden? Noch nicht, wir suchen noch. Notebook. Kann ich vielleicht... Schlüssel zum Fahrzeug des Verdächtigen. Ich fand eine Waffe und Bargeld. Schlüssel zum Fahrzeug des Verdächtigen. Ist hier im Kofferraum eingesperrt oder wie oder wo oder was? Okay, in dem Kofferraum wahrscheinlich nicht. Die Situation. Die Ermittlungen laufen. Können Sie noch was sagen? Der Mann, über den wir gesprochen haben, hat zwei Frauen entführt. Ich habe eine von ihnen gefunden. Hast du eine Idee, wo die andere sein kann? Nein, tut mir leid, weiß ich nicht. Trotzdem danke für die Hilfe, Harry. Ich habe ihnen alles gesagt. Da war eine Frau, die oben in einem Raum festgehalten wurde. Es stellte sich heraus, dass die Verantwortlichen... dass die Verantwortliche auch noch jemand entführt hat. Der Verantwortliche. Wissen Sie was drüber? Haben Sie etwas gesehen? Haben Sie was gehört? Was ist das? Dieser Typ aus Zimmer 1, oder? Ja. Er traf ihn ab und zu, wenn er rauchte. Er
Bar auch manchmal in der Bar und ich hörte hier von einem anderen Hotelgast über einen LKW sprach. Dieser Mann war bereits ausgecheckt und... Ah, Moment, der LKW? Ich habe niemanden außerhalb des Motels gesehen. Sie muss hier irgendwo sein. Ich habe sie mal gesehen, Kleiner. Ich weiß... Kleiner weiß? Achso, Moment, wie der aussieht. Kleiner weiß, glaube ich. Dann ist er tatsächlich verschwunden. Aber wenn der Mann noch hier ist, ist der LKW auch noch hier. Irgendeine Idee, wo er sie hingebracht haben könnte? Keine Ahnung, vielleicht wissen die anderen Hotelgäste was. Denn LKW weiß ich ja, wo der ist. Aber es ist noch eine Person. Warte mal. Reden wir nochmal. Okay, bei ihnen gibt es nichts Neues. Was ist mit ihm hier? Weißt du etwas? Gab es irgendwas solches? Was für ein Vorfälle? Erinnern Sie sich daran, einen weißen LKW in der Nähe des Hotels gesehen zu haben? Ja, ich habe ihn gesehen. Ich glaube, der Typ aus Zimmer 1 hat ihn hinter dem Restaurant neben dem Hotel geparkt. Ja gut, das weiß ich ja. Okay, doch nicht mit irgendwelchen Leuten geredet. Bin die zweite Geisel. Da habe ich gerade ein bisschen drüber gelesen. Aber gut, egal. Es ging ja nur um den LKW. Ja, ja, hier, der hier halt. Hallöchen. Oh nein, endlich. Ich hatte solche Angst, dass der Verrückte mich hier zurücklässt. Alles in Ordnung? Ich habe nur ein paar blaue Flecken, aber nichts Ernstes. Und er, Thomas, wie geht's Ihnen? Er ist von niemandem mehr eine Bedrohung. Sie sind in Sicherheit. Und seine Frau, geht's ihr gut? Ja, ganz ruhig, ist alles in Ordnung. Bitte steigen Sie aus, seien Sie vorsichtig. Oh, wundervoll, vielen Dank. So, bitte schön aussteigen. Nicht stolpern. Zweite entführte Frau gefunden. Ich habe die andere entführte Frau gefunden. Sie ist am Leben und wohlauf. Gut, aber ich bin erreicht, dass das geklappt hat. Die Informationen wurden an die Zentrale gemeldet. So. Jetzt haben wir, was Sie fragen möchten. Ja, okay, haben Sie bei LKW gesehen? Ja, komm, ich frage einfach. Ja, ist unter dem Restaurant. Stimmt was nicht mit ihm? Vielen Dank, Sir. Ich dachte, er spricht irgendwas noch. So, ich pack nochmal alle durch, einfach so, just for fun. Haben Sie den Vierten gefunden? Ja, sie ist in Sicherheit. Gute Arbeit geleistet. Vielen Dank, ich werde Sie nicht länger aufhalten. Sie sind ein guter Kerl. So. Hallo, junge Frau. Entspannen Sie sich, ich habe die Therapeutin Ihres Mannes gefunden, sie ist gesund und munter. Oh, wirklich, sie ist wundervoll. Sie haben keine Ahnung, wie froh ich bin, das zu hören. Ist wirklich vorbei? Ist vorbei. So, ist unglaublich, dass dieses hohe Motel hier so ein Riesenzimmer hat, eigentlich. Hey, Buah, hör mal. Ich hab die andere gefunden, du. Ich kenn meine Rechte, ich sage nichts. Naja, und kennst du auch deine Linke? Das wirst du, das wirst du. Auf der Polizeistation fangen wir sogar die Stummen an zu singen. Bams. Wieso ist eigentlich die Treppe hier gesperrt? Weil da ein bisschen Holz liegt? Naja, gut, egal. Auf zum Polizeiauto. Oh, Boris, wie ist die Situation? Die Ermittlungen laufen. Können Sie noch was sagen? Die andere Frau wurde gefunden, gesund und munter. Also, gute Arbeit. Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Ich muss zurück zum Revier. Wir können mir später loben. So. Ab ins Auto. Mission beenden. Oh, 85% nur. Wieso was hätte man noch machen können? Radioberichte, Einheit gefehlt, aber sonst... Irgendwas hat hier noch gefehlt. Da ist wahrscheinlich diese Aufgabe halt eben vorteilhaft. Musst du dich auf Reisen entspannen oder vor der Polizei verstecken, weil du ein schlechtes Gewissen hast?
Das ist eine neue Werbung für das Motel, in dem vor kurzem zwei entführte Frauen festgehalten wurden. Eine von ihnen war die Psychotherapeutin des Entführers. Wir empfehlen das Motel nicht, wie eine Quelle sagt. An einem Ort wie diesen weiß man nie, was für ein Psycho im Nebenzimmer ist. Polizeirat als örtlicher Herold Herlock Sholmes nominiert. In einem Interview in der Redaktion der berichteten Zeugen einstimmig, dass der Polizist, der an Ort eintraf, bei einer Ermittlung so gründlich war, dass, wie die Zitat, perfekte Hausfrau im weißen Handschuhentest. Eine der Hotelgäste fügte hinzu, er brauche mehr fähige Polizisten wie diesen in unserer Stadt. Er wüsste genau, was er fragen musste. Es war, als hätten ihn jemand im Voraus programmiert. Restaurantbesitzer empört, der Fall wird vor Gericht gehen. Der Besitzer des Restaurants, das neben dem Hotel kürzlich in den Nachrichten war, kontaktierte die Redaktion. In einem Gespräch mit uns warf der den Polizeibeamten, der auf den Bericht von der entführten Frau reagiert hatte, ausdrücklich vor, Lebensmittel zu verschwenden und ihnen enorme Verluste einzubringen. Er kündigte an, rechtliche Schritte einzuleiten. Ich hätte auch einfach reinsprinten können, ist auch eine Möglichkeit gewesen. So. Chance, eine falsche Antwort zu verbergen, nehme ich mal. Gut, uiuiui, jetzt haben wir hier ein bisschen mehr. Kein Kontakt mit dem Sicherheit. Diebstahl von Waren, Benzindiebstahl. Na, ist ja ordentlich was los. Aber ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge erst weiter. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge vom Police Shutout aus wieder. Würde mich freuen, wenn ihr einschalten würdet. Bis dann, tschüss.